Zarifa Ghaffari ist auf dem Weg zur Arbeit von Kabul in die Provinz Wardak. Bevor sie die Stadt verlässt, muss sie sich beim Polizeikommandanten der Strecke melden. Ich weiß nicht, was mit der Kommunikation nicht stimmt. Können Sie mich hören, Commander? Guten Morgen, Sir. Ich habe gerade Kabul verlassen. Ich brauche Ihre Hilfe während meiner Fahrt. Wir sind noch nicht in Wardak. In welchem Gebiet sind die Sicherheitskräfte? Nur mit bewaffnetem Begleitschutz kann sich Zarifa Ghaffari bewegen. Schon kurz hinter Kabul führt die Route mitten durch Taliban-Gebiet. Überall ist Militär zu sehen. Die Armee hat Checkpoints errichtet, die wir nur aus dem Auto filmen können, denn auch die Soldaten fürchten um ihr Leben. Afghanistan ist im Krieg. Die Regierung kontrolliert heute nur noch die großen Städte. Zarifas Ziel ist die Provinzhauptstadt Maidan-Shahr, deren Bürgermeisterin die 29-Jährige ist. 2 Stunden ist sie unterwegs, denn in der Stadt, die sie regiert, kann sie nicht wohnen. Einer der Gründe, warum ich nicht in Maidan-Shahr in Wardak lebe, ist, dass dieser Ort nicht sicher genug für mich ist. Es ist zu gefährlich. Der weitere Grund ist meine Familie. Sie leben alle in Kabul und ich bin für die gesamte Familie verantwortlich. Ich sorge für sie. Zarifas Vater wurde von den Taliban ermordet und auch sie hat einen Anschlag auf ihr Auto nur knapp überlebt. Das Fahrzeug wurde aus dem Hinterhalt beschossen. Meistens kommen sie aus den Bergen. Sie nutzen dann die Bäume und Häuser oder diese Zementfabriken an der Straße, um sich zu verstecken. Ankunft in Maidan. So selbstverständlich wie an diesem Morgen startet nicht jeder Arbeitstag. Zarifa Ghaffari wurde nicht gewählt, sondern 2018 von der Regierung in Kabul eingesetzt. Den Respekt der Männer, mit denen sie zusammenarbeitet, hat sie sich hart erkämpft. Dabei hat sie sich immer wieder auch Social Media zunutze gemacht. Als Bewaffnete sie daran hindern wollten, ihr Büro zu betreten, richtete sie eine Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Leute, ich bin hier vor dem Bürgermeisteramt. Hier ist gerade ein mächtiger Warlord mit 3 Bewaffneten vor dem Eingangstor aufgetaucht. Er ist hier mit 3 oder 4 jungen Männern. Sie stehen hier. Sie wollen mich nicht in das Büro des Gouverneurs und in das Bürgermeisterbüro reingehen lassen. Seit 3 Jahren ist Zarifa nun schon Bürgermeisterin. Inzwischen kommandiert sie ein ganzes Team von Männern in der Stadtverwaltung. Sie will die Korruption bekämpfen, die Wirtschaft aufbauen. Faulheit und Ausreden duldet sie nicht, wenn nötig, kann sie auch laut werden. Zarifa weiß, sie braucht schnelle Erfolge und muss das Vertrauen der Bevölkerung in einer extrem konservativen und rückständigen Stadt gewinnen, in der Frauen so gut wie gar nicht in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Seitdem sich das Coronavirus in Afghanistan rasant verbreitet, ist der Job noch gefährlicher, denn nur wenige Männer, die sie an diesem Tag sieht, tragen Masken. Die Bürgermeisterin trifft einen Stammesführer, dessen Bruder vor kurzem von den Taliban ermordet wurde. Sie spricht ihr Beileid aus und wünscht, seine Feinde mögen erblinden und sein Schmerz bald vergehen. Meine Soldaten sind stark. Ich habe heute weitere 130 Männer gefunden. Selbst wenn sie die gesamte Gegend mit Landminen überziehen, machen wir weiter. Und dann, zum Abschied, erklärt der Stammesführer der Bürgermeisterin:
Ich stehe dir immer zu Diensten. Ich habe keine Angst vor niemandem. Die Lage in Maidanshah ist typisch für die des gesamten Landes. Nur mit massivem Einsatz von Sicherheitskräften schafft es die Regierung, die Stadt zu schützen. Sollten die USA in den kommenden Monaten wie geplant ihre Truppen abziehen, stellt sich auch für die Bürgermeisterin die Frage, ob sie sich weiter im Amt halten kann. Zarifa wird inzwischen auch international als Hoffnungsträgerin für Afghanistan angesehen. Von der US-Regierung wurde sie für ihren Mut ausgezeichnet. Dass die Amerikaner eine Vereinbarung mit den Taliban getroffen haben, hält sie für falsch. Und auch die Friedensgespräche, die die afghanische Regierung mit Vertretern der Aufständischen führt, kritisiert sie scharf. Zunächst einmal, warum sollten wir wieder die Kosten für einen Frieden mit den Taliban zahlen? Seit 20 Jahren bezahlen wir schon die Kosten. Seit 20 Jahren werden jedes Jahr Tausende von Soldaten getötet und Hunderte von Zivilisten ermordet. Ich denke, es reicht jetzt. Wir haben genug bezahlt für den Frieden. Wenn die afghanische Regierung bereit ist, noch weitere Kosten zu zahlen, um Frieden zu erreichen, dann denke ich, ist das eine große Schande für die Regierung. Ich bin nicht bereit, noch weitere Opfer für den Frieden zu bringen, weitere Zugeständnisse zu machen. Und wenn das Krieg bedeutet, dann werde ich an der Front sein, um für unsere Rechte zu kämpfen. Nach 20 Jahren NATO-Einsatz und internationalen Hilfszahlungen in Milliardenhöhe stellt sich heute die Frage, kehren die Taliban, die 2002 von den USA und ihren Verbündeten vertrieben wurden, an die Macht zurück? Vor allem für die Frauen steht viel auf dem Spiel. Denn das immerhin ist eine Erfolgsgeschichte. Der Wandel hat den Frauen in Afghanistan Freiheit und Chancen verschafft. Wenn es um die Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre geht, fällt der Blick immer wieder auf Afghanistans Schulen. Dass Mädchen und Jungen gleichermaßen Zugang zu Bildung bekommen, war eines der großen Ziele westlichen Engagements in Afghanistan. Die Marifat-Schule im Westen Kabuls ist eine berühmte Eliteschule und hat uns die Möglichkeit gegeben, auf dem Pausenhof und im Klassenzimmer zu drehen. Geschichtsunterricht. Die Mädchen stammen alle aus liberalen Familien, die wollen, dass ihre Töchter gut ausgebildet sind. Einige von ihnen wollen nach der Schule studieren. Fatima Yusufi, die Lehrerin, musste heimlich lesen und schreiben lernen in einer Untergrundschule unter großer Gefahr. Die 33-Jährige wuchs unter dem Taliban-Regime auf, in einer Zeit, in der Mädchen aus Schulen und Universitäten ausgeschlossen wurden und Frauen praktisch rechtlos waren. Diese neue Generation sollte ein Leben in Frieden führen können. Jeder sollte die gleichen Rechte haben. Männer, Frauen sollten gleichberechtigt sein. Diese neue Generation sollte ein Leben in Frieden führen können. Jeder sollte die gleichen Rechte haben. Männer und Frauen sollten gleichberechtigt sein. Eine Schule zu besuchen, ist für afghanische Kinder, insbesondere Mädchen, bis heute ein Privileg. Nur die Hälfte aller Kinder erhält einen Platz. Noch immer gibt es nicht genug Gebäude. Noch immer fehlen ausreichend ausgebildete Lehrer. Nur 40% aller Mädchen können heute in Afghanistan einen Abschluss machen. Die Schülerinnen der Marifat-Schule wollen sich ihr Leben nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Die afghanischen Frauen werden nicht zurückweichen. Wir haben viel gelitten, um das hier zu erreichen, um hier zu sein. Und wir werden nicht aufgeben, für das zu kämpfen, was wir erreicht haben. Auch wenn es hart wird, ich habe Hoffnung, dass wir in der Zukunft in einer friedlichen Umgebung leben werden. Ob die Taliban es wollen oder nicht, wir werden studieren. Ob sie wollen oder nicht, wir werden Sport treiben. Wenn sie uns nach diesen 18 Jahren noch einmal einsperren wollen, dann können sie das vergessen.
Die afghanischen Frauen haben sich stark verändert. Sie können uns nicht mehr zwingen, zu Hause zu bleiben. Bei den Dreharbeiten in der Kabuler Marifat-Schule erleben wir erstaunlich selbstbewusste und redegewandte Mädchen. Eine neue Generation von Afghaninnen. Auch Aida Shadab gehört zu dieser neuen Generation. Sie fährt selbst Auto in Kabul, einer der gefährlichsten Städte der Welt. Richterinnen, Journalistinnen werden auf offener Straße ermordet. Aida weiß, auch sie kann zum Ziel werden. Ich habe Angst. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich so sehr verschlechtert. Durch Kabul zu fahren ist viel gefährlicher geworden, besonders für Frauen. Wenn wir unser Auto abstellen, müssen wir fürchten, dass sie Magnetbomben anbringen. Überall gibt es Anschläge und wir haben auch Angst davor, gekidnappt zu werden. Im Fotostudio bereitet sich Aida für Aufnahmen vor. Sie ist Afghanistans bekanntestes Model. Unverschleiert tritt sie vor der Kamera auf und verkörpert damit das Lebensgefühl der modernen und jungen Afghanin. Inzwischen hat sich die 26-Jährige auch als Influencerin einen Namen gemacht. 223.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Fotos, die ein anderes Frauenbild vermitteln, eines, das für die Taliban nicht akzeptabel ist. Vor allem in letzter Zeit hat sie immer wieder Morddrohungen erhalten. Wie viele sieht auch sie Afghanistan am Wendepunkt? Ich fürchte, wenn die Taliban in die Regierung kommen, werden wir alles, was wir in den vergangenen Jahren in diesem Land erreicht haben, wieder verlieren. Ich habe im Ausland studiert. Ich bin zurückgekommen, um ein Geschäft aufzumachen, zu modeln. Was, wenn wir unsere Freiheit wieder verlieren und wir Frauen wieder gezwungen werden, zu Hause zu bleiben? Dann werde ich mein Heimatland verlassen müssen. Im Zentrum von Kabul hat Aida vor kurzem eine Boutique eröffnet. Sie nimmt uns mit dorthin. Hier ist sie die Chefin, die Angestellten warten schon auf sie. Aida hat ihre eigene Modemarke unter ihrem Namen kreiert. Sie hat die Chancen, die sich für Frauen in den letzten 20 Jahren geboten haben, genutzt. Für sie war das westliche Engagement in ihrem Land eine Erfolgsgeschichte. Ein Erfolg, um den sie nun fürchtet. Ich glaube, es ist kein guter Zeitpunkt, dass Amerika jetzt Afghanistan verlassen will. Die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist völlig ungewiss. Die Amerikaner sollten zumindest so lange bleiben, bis sich alles geklärt hat. Fast nichts mehr ist in Kabul selbstverständlich und schon gar nicht eine Yogastunde. Fakhriya Momtaz will inneren Frieden vermitteln in einem Land, das sich seit 50 Jahren im Krieg befindet. Immer wieder wird das Yoga-Studio von religiösen Fanatikern bedroht, die meinen, Yoga sei unislamisch. Was ich praktiziere, also Yoga, hat keine Verbindung zu den Traditionen der Gesellschaft. Mir geht es mehr darum, zu sehen, was die Menschen brauchen. Ich habe ihnen Yoga gezeigt und diese Menschen brauchen Yoga wirklich. Nimm deine linke Hand auf dein linkes Bein und die rechte Hand hoch und jetzt schau auf deine rechte Hand. 1, 2, 3. Es geht Fakhriya und den meisten ihrer Schülerinnen nicht um Glauben. Es geht um eine tiefe Sehnsucht. Frieden. Der Weg zum Frieden für Afghanistan führt über den inneren Frieden. Das lehrt Fakhriya Momtaz in ihren Yogastunden. Familienleben ist ihr wichtig. Jeden Mittag kocht sie für ihre 5 Kinder. Die älteste Tochter Froa hilft dabei. Sie sind eine liberale Familie. Fakhriyas Mann unterstützt das Yoga-Studio und auch ihre 73-jährige Mutter ist dabei. Die Yogalehrerin ist inzwischen über die Grenzen Afghanistans hinaus bekannt.
Auch wir haben uns im vergangenen Jahr bereits schon einmal mit ihr verabredet. Doch dann erhielt sie plötzlich Morddrohungen von religiösen Fanatikern. Fast 2 Monate musste das Studio im Sommer geschlossen bleiben. Nur zu Hause und im Yoga-Studio dürfen wir Fakhriya mit der Kamera begleiten. Auf der Straße hat sie Angst. Sehr prominente religiöse Leute haben begonnen, unsere Arbeit zu kommentieren, auch unsere Bilder. Ein bekannter Mullah erklärte uns den Dschihad, den Heiligen Krieg. Ein altes Foto an der Wand zeigt Fakhriyas erste Yoga-Übungen als Kind. Sie war 19 Jahre alt, da floh sie mit ihren Eltern vor den Taliban nach Pakistan. 2002 kehrten sie in ihre Heimat zurück. Yoga ist inzwischen auch Familienritual. Selbst mit ihrer Mutter praktiziert Fakhriya jeden Tag 15 Minuten zu Hause. Mehr als 100 Schülerinnen hat das Momtaz-Studio inzwischen. Frauen, die jetzt alle um ihre Zukunft fürchten. Die Taliban dürften Probleme mit den Errungenschaften haben, mit dem, was die Frauen erreicht haben. Es gibt einiges, was neu in unsere Kultur gebracht wurde, so wie Yoga. Die Menschen achten inzwischen die Rechte von Frauen. Aber wir können das, was wir in 20 Jahren erreicht haben, verlieren. Ich habe Hoffnung. Ich möchte, dass die Taliban verstehen, dass die Afghanen leben wollen wie andere Menschen in der Welt. Wie sehr sich Afghanistan verändert hat, zeigt sich ganz besonders in dieser Yogastunde. Die Frauen, die sich auf ihren Matten strecken, sind Studentinnen, Büroangestellte, Hausfrauen und sie sind alle ziemlich mutig und selbstsicher. Der Kontrast zu den Zeiten, in denen die Taliban das Land beherrschten und Frauen sich nur in Burkas gehüllt mit gesenktem Kopf auf die Straße trauen durften, könnte nicht größer sein. Die afghanischen Frauen wollen selbst entscheiden, welcher Arbeit sie nachgehen. Sie wollen selbst entscheiden, was sie lernen, wohin sie reisen und wen sie heiraten. Afghanische Frauen wollen selbst ihre Zukunft bestimmen. Die afghanischen Frauen, mit denen es die Taliban heute zu tun haben, sind nicht mehr die gleichen wie vor 20 Jahren. Der einzige Weg, uns zu stoppen, ist uns zu töten. Es sind die kommenden Monate, die entscheiden werden, ob das Land in alte Verhältnisse zurückfällt, ob am Hindukusch ein neuer Gottesstaat entsteht. Doch die Entscheidungen werden nicht in Kabul und Maidan Shah getroffen, sondern weit entfernt in Washington und in Doha, wo die Regierung und Teile der Zivilgesellschaft seit September mit den Taliban über Frieden verhandeln. Nur 4 Frauen sitzen mit am Verhandlungstisch, wenn es darum geht zu entscheiden, welches Land wird Afghanistan in Zukunft sein.